Hallo, heute geht es ein bisschen um meine Haare. Ich mache nämlich mit beim Dreadlock Tag. Lua Sonnenstaub hat da nämlich mich getaggt. Sie hat alle Leute getaggt, die den Tag noch nicht gemacht haben und ich hatte ihn ja noch nicht gemacht. Ja, und jetzt kommen wir gleich zur ersten Frage. Das ist, erinnerst du dich an den Moment, als du beschlossen hast, die Dreadlocks zu machen? Wo warst du und wie hast du dich gefühlt? Ja, den Moment gab es nicht. Ich habe keine Dreadlocks. Welche Methode hast du benutzt, um mit deinen Dreadlocks anzufangen? Ich habe gar keine Methode benutzt. Ich habe meine Haare einfach wieder weiter ganz normal behandelt, gewaschen, gebürstet und so. Ich habe keine Dreadlocks. Wie alt sind deine Dreadlocks? Ich habe keine Dreadlocks. Was ist dein längster Dread? Was ist der kürzeste Dread? Ich habe keine Dreads. Hast du irgendwelche Dreads, die besonders einzigartig sind, merkwürdig oder großartig sind? Sind deine Dreads, ja. Ich habe keine besonderen Dreads, weil ich gar keine Dreads habe. Wie viele Dreads hast du gerade? Es ist die gleiche Anzahl, mit der du begonnen hast. Da muss ich sagen, ich habe wirklich genau die gleiche Anzahl wie die, mit der ich begonnen habe. Weil ich habe, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Ja, also. Hier so, ich habe nämlich keine Dreads. Wie oft waschst du deine Dreads? Jetzt muss ich halt ganz ehrlich sein. Ich habe meine Dreads noch nie gewaschen. Finde die jetzt wahrscheinlich ein bisschen ekelhaft, aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man keine Dreads hat. Dann, welches Shampoo oder andere Produkte verwendest du auf deinen Dreads? Ja, also. Ich benutze schon Haarpflegeprodukte, aber jetzt speziell auf meinen Dreads verwende ich gar keine Pflegeprodukte. Die lasse ich so, wie sie nicht sind. Was für regelmäßige Pflege machst du bei deinen Dreads? So Standhaltung und so. Ja, bei meinen Dreads mache ich eigentlich gar nichts. Da muss man auch nicht viel machen. Die sind so, wie sie sind. Dann, was sind deine Lieblingsbänder und andere Dekorationssachen? Also ich muss sagen, jetzt weder so Bänder noch so Perlen und Steinchen eigentlich in meinen Dreads. Weil, also ich meine, ich habe ja jetzt auch keine Dreads und auch sonst in meinen Haaren. Am liebsten dekoriere ich die mit Haaren. Die wachsen ja von alleine nebeneinander, das ist praktisch. Wenn deine Dreads ein eigenes persönliches Motto hätten, was wäre das? Ich glaube, meine Dreads haben kein spezielles Motto, die haben hauptsächlich Existenzängste. Wenn du nochmal neu anfangen könntest mit deinen Dreads, würdest du irgendwas anders machen? Nein, ich würde das so machen, wie ich es gemacht habe, weil ich bin eigentlich, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, ganz zufrieden damit, wie meine Haare so. Also, ich meine, speziell die Dreads in meinen Haaren finde ich wirklich. So, wie ich sie auch machen würde. Ich würde es jederzeit wieder so machen. Okay. Ist sonst irgendwas an deinem Erscheinungsbild einzigartig, außer deinen Dreadlocks, also Tattoos? Ach, ich hab versprochen. Tattoos, Piercings oder solche Sachen? Naja, also Tattoos und Piercings habe ich jetzt keine. Ich habe halt ganz normale Ohrlöcher und da meistens auch keine speziellen Ohrringe drin. Aber, also das, was. Das Einzige, was mir jetzt an meinem Erscheinungsbild einfällt, was mich zumindest so ungefähr von der Hälfte der Bevölkerung unterscheidet, ist jetzt, dass ich Brüste habe. Also ich bin ein Mädchen. Ja, aber sonst sieht bei mir eigentlich alles relativ normal aus. So. Nichts Besonderes eigentlich. Wie viele Menschen kennst du persönlich mit Dreadlocks? Ich kenne eine Person mit Dreadlocks, soweit ich weiß. Wie fällt es jemand anderem ein? Ja, also ich kenne eine Person mit Dreadlocks. So, also ich kann dadurch jetzt keine generellen Aussagen über Menschen mit Dreadlocks machen, denke ich, aber ich mag die Person. Ja. Haben irgendwelche Arbeitgeber dich bis jetzt halt nicht einstellen wollen wegen den Dreadlocks oder wollten dich genau wegen den Dreadlocks? Ich habe keine Dreadlocks.
Was ist die verrückteste Frage, die du über also die du so rund um deine Dreads herum be gestellt bekommen hast? Was ist die dümmste Frage? Was ist die lustigste Frage? Und was ist die häufigste Frage? Ich muss sagen, häufige Fragen zu meinen Dreads gibt es eigentlich gar keine. Aber die dümmste und auch die lustigste und wahrscheinlich auch die weirdeste, das tue ich übrigens auf Englisch, ich übersetze das gerade. Ich wollte gerade sagen, on the run. Also, da ist eigentlich gar nichts, was ich sagen möchte. Ja, also jedenfalls übersetze ich das gerade so, immer wenn ich darüber schaue. Ja. Also die ganzen bescheuerten Fragen, die ich zu meinen Dreads bekommen habe, kommen, glaube ich, bis jetzt in diesem Tag vor. Ja, also ich denke, das sind auch die interessantesten Fragen, die mir bis jetzt zu meinen Dreads gestellt wurden. Doch, so ziemlich die ersten Fragen dazu. Hattest du schon mal irgendeinen Unfall oder halt so einen peinlichen Moment wegen deinen Dreadlocks? Nein, ich habe viele peinliche Momente in meinem Leben, aber ich muss es ganz ehrlich sagen, mit meinen Dreadlocks hatte ich bis jetzt keinen einzigen peinlichen Moment. Deswegen, das ist auch einer von den Gründen, wieso ich es wieder so machen würde, ich das gemacht habe. Weil mit meinen Dreadlocks ist mir noch nie was Peinliches passiert. Ja. Hast du irgendwelche Vorbilder mit Dreads? Nein, ich kenne wirklich nicht viele Leute mit Dreads und ich glaube, ich kenne genau eine Person auf YouTube mit Dreads und eine Person im echten Leben mit Dreads. Und deswegen habe ich jetzt keine großartigen Vorbilder mit Dreads. Ah, und die nächste Frage ist, was für YouTuber oder andere Leute aus dem Internet mit Dreads kennst du so? Und also eigentlich, mit welchen Leuten, die Dreads haben aus dem Internet, könntest du dir vorstellen, halt so rumzuhängen und so. Und ich muss sagen, aus dem Internet mit Dreads kenne ich Lua Sonnenstaub, die mich auch getaggt hat. Und mit der könnte ich mir auch gut vorstellen, mal ein Gespräch zu führen oder so. Ich meine, ich kenne sie jetzt nur aus ein paar Videos, deswegen weiß ich nicht so genau. Aber würde jetzt mal sagen, ich habe nichts gegen sie. Mir ist es auch jetzt egal, ob sie Dreads hat oder nicht. Und ich würde auch mit YouTubern herumhängen, die keine Dreads haben. Auf jeden Fall. Wenn sie es ergeben würde. Und die letzte Frage ist, wen möchtest du taggen? Und ich tagge niemanden, weil es wäre jetzt auch ein bisschen sinnlos oder so repetitiv, weil es wurde jetzt ja eigentlich schon jeder getaggt. Und wenn ich jetzt ein paar Leute nochmal tagge, dann fühlen sie sich dazu genötigt, den Tag wirklich zu machen. Und so doppelt getaggt ist irgendwie blöd. Ja, deswegen möchte ich niemanden taggen. Aber ich hatte durchaus Spaß mit dem Video und ich habe mir gedacht, meine ganzen Abonnenten, also sie haben mir zwar noch die Fragen dazu gestellt, aber also sie haben mir sonst zu meinen Haaren noch keine Fragen gestellt. Und deswegen dachte ich, was meine Dreadlocks betrifft, wollt ihr doch bestimmt mal so ein Infovideo. Und das hat sich jetzt ja gut kombinieren lassen. Jetzt wisst ihr auch, also ich plane auch nicht mehr Dreads zu machen. Aber es ist, ja. Ja. Ciao.